Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde. Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. So, jetzt kann ich endlich wieder reden. Romagna, 1488. Alter, das war gerade schon wieder so ein Scheiß-Bug. Ich hab aufgenommen, ja toll, habt ihr ja gesehen. Und dann, mitten während im Video, bup, Spiel geht aus. Das war ja nicht zum ersten Mal, einfach so, bup, Spiel aus. Sau geil. Ah, diese Markierung, identifizieren, Sondererinnerung. Okay, jetzt geht's für die Leute los, die da diese Sequenz nicht haben, die können das gucken, denn ich habe sie. Spaß. Ja. Auf jeden Fall, ich nehme auf, gucke mir Video an, halt, nehme das auch weiter auf, ein Bub, Spiel geht auf einmal einfach aus. Ja, das hatte ich schon mal richtig geil. Na, scheiß drauf. Ah ja, seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Katharina und Machiavelli nach Forlì bringen, okay. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forlì lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich hab den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Sprintmarathon. Oh nein! Sau fett, dass wir auch mal Wachen haben, die einen beschützen. Was ist los? Aspetta! Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio! Oh, porco demonio. Zum Stadttor von Forlì laufen. Haha, ich bin ein Cheater. Hey, hey! An
Andiamo, laggiù! Nee, Spaß, die werden ja angegriffen. Ich muss die ja verteidigen. Das wird nicht lange dauern. Nee, ich glaube auch nicht, dass es lange so dauern wird. Aber irgendwie, die Waffen machen kaum was bis gar nichts. Okay. Na, wenigstens ging es jetzt richtig einfach. Hallo! Ich hab's drauf. Ich bin viel schneller als ihr. Voll gegen das Tor. Sie sind schon drin. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Später. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Hey, ihr! Ja, ich spreche mit euch hier. Okay, den Geheimeingang finden. Meine Dings ist auf einmal ganz voll, saugut. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Klar, denken die dort. Soll ich hochkommen und euch die Eier abreißen? So, jetzt muss ich mal gucken, wo dieser Heim-Eingang da ist. Ah ja, hier ist der bestimmt. Ja. Wie? Oh yes, Checkpoint erreicht. Gut. Wie ich das letzte Mal so Vollidiot... Alter, na toll, jetzt habe ich ein Boot, den kann ich durchmachen. So. Letztes Mal habe ich vollkommen verpult, dass man auch so irgendwie unter Wasser tauchen kann, noch ein bisschen. Ja, da kannte ich mich noch nicht so gut aus mit dem Spiel scheinbar. Alter, die Stadt ist so hässlich. Na egal, trotzdem, es gehört zum Spiel, finde ich. Und ich finde, wenn diese Dingens... Ah, wie heißt es? Diese Sequenzen fehlen, finde ich, da fehlt ein Teil vom Spiel schon. Ah, ich muss da hochklettern. Warum? Wie das war? Ah, da ist eine... Ja, klar. Bei mir klingelt schon wieder das Telefon. Ich glaube, es hackt, ne? Wie oft soll das bei mir noch klingeln? Ernsthaft. Ich habe eine Stunde aufgenommen oder vielleicht ein bisschen mehr jetzt. Und ich weiß es nicht. Wie oft hat das Telefon geklingelt? Mindestens 4-5 Mal. Mindestens. Oder ist das der Grund, hallo Leute, warum ihr nicht gehen wollt? Tschüss, Leute. Ezio, ihr habt es geschafft. Klar. Natürlich habe ich es geschafft. Ich bin Assassino. Sogar der Beste. Ein wahres Willkommen. Geil, während Dings kommt die Mission. Sichere in den Rocca di Ravaldino Katharinas Zitadelle gelangen und gleichzeitig Katharina und Machiavelli beschützen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nee, doch, ungefähr. Alter, hör doch mal auf, ich muss erstmal mein Schwert rausgraben. Habe ich irgendwo in Afghanistan vergessen. Ey, das ist voll scheiße, meine Rüstung ist halb kaputt und ich schlage die falschen Waffen. Blub, blub. Noch einschlagen kann. Wie einfach mit lassen könnten, einfach alle Idioten angreifen müssen. Sie, wie auf einmal alle stehen bleiben und nichts machen. Nur weil ich jetzt gerade so mache, ne? So, lauf bitte weiter. Vielen Dank. Katharina, sofort. Was? Sforza. Sforza. Aha. Da kommen schon die nächsten Kackwachen. Die Kackkratzen. Tschüss. Tschüss. Ah, die sind wieder härter, weil die Rüstung dran haben. Aber naja. Für mich no problem. Tschüss. So, könnt ihr weitergehen? Ich frage mich, dieser Fette dort. Bei den Gegnern sind die immer sau brutal. Hier, wenn er auf unserer Seite ist, nix. Richtig krass. War klar. Zack, zack. Ach, die klettern weiter. Ahahaha. Oder wie, nee. Der ist dann nur halb hoch geklettert, aus Versehen scheinbar, oder was? Ja, da kommen noch 10 mehr Waffen hinten an.
So, tschüss. Ich sagte tschüss. Friss das. Tschüss. Das macht den kalt. Ja, genau, lasst mich nicht rein. Und dieser Fette kriegt Sack wie sonst was. So, los. Wenn du schon deine scheiß Stadt verlieren musst, nicht dir helfen, dann beeil dich wenigstens mal hier. Party! Aha, aha. Ich glaube, ich hab's eh mehr drauf als du, Machiavelli. Tschüss. Ey! Alter, Ezio, schlag 10-mal daneben. Ich bin bei dir, Bruder. So, weiter. Ah, da ist noch einer. So, Leute, ihr könnt mir immer noch helfen. Ich hab... Ich hab Bock auf euch. Oh, da ist ein Fetti. Tschüss, da war ein Fetti. So meinte ich. Die Gegner können doch auch ein... Die können auch mal von hinten einfach kommen. Und gut ist... Nee, nee. Das wäre viel zu langweilig, ne? Wenn meine eigenen Leute, die... ich hab voll falsch erzählt. Wenn meine eigenen Leute die Gegner auch mal so schnell kaputt machen könnten, das wäre voll langweilig, ne? Klar. Fällt da runter. Schnell, er entkommt. Dieses Mal entkommt er nicht. Ey, normalerweise sind jetzt alle down gewesen, weil ich den noch voll an den Kopf geschlagen habe mit meinem Schwert. Alter, hat der den noch fast? Alter, übertreib doch nicht mal mit den Gegnern. Voll das Gemetzel hier noch. Klopp, klopp. So, weiter. Hallo. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Ja, klar. Alter, wie viele Leute von uns verreckt sind. Ich hoffe, wir sind gleich am Ziel, weil... Ja, meine Rüstung geht langsam kaputt. Die... Katharina hat auch kaum noch Leben, weil die sich immer einmischen muss und nichts kann. Ja, toll. Alter, wie viel geht noch? Okay, sorry, kannst du mal aufhören, den anzugreifen, ne? Du kannst aufhören, dich anzugreifen. Danke. Alter, die verreckt mir gleich noch da. Ja klar, die verreckt gleich wirklich noch, ne? Ernsthaft, wo ist sie? Alter, noch ein halbes Herz. Aua. Jetzt greif nur mich an. Wehe, du greifst die noch einmal an. Wehe. Ich kill dich. Die hat noch ein halbes Herz. Wer etwas gesehen hat, trete bitte vor. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor. Fress du. Ein Verbrechen. Ein Hinterhalt. Nein, meine Fresse, Alter. Zum Glück nur so kleine Kurzkammern. Wo nach zwei, drei Schlägen tot sind. Oder nach einem manchmal auch schon. Es geht ja schnell mit denen. Trotzdem muss es nicht unbedingt sein. So. So, kann schon mal dein Tor hier aufmachen und so. Ezio, Nick! Bambini! Alter, die ist fast verreckt. Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Klar. Ich habe jetzt nicht direkt schon die Mission, oder? Ich habe nämlich gerade... Boah, nee. Ernsthaft? Stopp mal. Ich mache diese Mission
jetzt nicht weiter, sondern nachher oder später, wenn ich wieder aufnehme. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss.